Deutschland. Hätten Sie Lust, jetzt gerade vielleicht beim Frühstück, heute Morgen Plastik zu essen? Wohl kaum, aber vielleicht tun Sie es ja sogar. Denn winzige Plastikteilchen sind nicht nur in Duschgels, in Peelingcremes oder in Zahnpasta, sondern auch immer öfter in Lebensmittel. Zum Beispiel im Frühstückshonig oder im Trinkwasser. Und auch wenn das ganz klar ist, sind diese Plastikteilchen mit bloßem Auge nicht zu erkennen, nur unter Mikroskop. Unsere NDR-Kollegen von der Redaktion Markt haben diese Plastikteilchen trotzdem aufgespürt. Sie sind in Honig, Milch und Trinkwasser. Vermutlich auch in anderen Lebensmitteln. Mikroskopisch kleine Plastikkugeln, auch Mikroplastik genannt. Mit dem bloßen Auge ist es kaum zu erkennen. In die Lebensmittel gelangt es vermutlich durch die Luft oder das Wasser. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Luftverschmutzung als krebserregend eingestuft. Nach der Ankündigung vor einer Woche wurde der offizielle Bericht dazu heute vorgestellt. Allein im Jahr 2010 starben demnach mehr als 220.000 Menschen an Lungenkrebs aufgrund von Luftverschmutzung. Thank you.